Moin Moin, Tag 2, Kemptener Hütte zur Memminger Hütte. Heute hat uns das schlechte Wetter echt erwischt. Ich zeig's euch. Regen, leichter Nebel. Da unten, das ist die Kemptener Hütte. Nicht so fein jetzt. Wie ihr seht, komplette Regenmontur. Natürlich habe ich das wasserdichte Gehäuse für die GoPro erstmal drin gelassen. Schlau wie ich war, weil das Mikro so besser funktioniert. Gleich sind wir in Österreich und dann geht es in die Lechtaler Alpen. Dann haben wir das Allgäu schon hinter uns. Ich hoffe, ich kann auch filmen, dann, dass es nicht so nass wird. So, jetzt kann ich wieder filmen. Wir haben gerade den Abstieg gemacht. Wir sind jetzt auch übrigens in Österreich. Ja, der Abstieg, ihr seht, das ist noch nichts. Da vorne meine beiden Begleiter, die gehen gerade wieder diesen ganz steilen Weg runter. Das sieht schon wieder sehr deluxe aus. Es regnet immer noch, wird aber langsam besser. Ich sag's euch, wir haben ja in so einer Almhütte geschlafen, in so einer Berghütte, die jeweils vom Alpenverein betreut wird. Was ne Scheiße, sag ich euch. Was ne Scheiße. Mega Nerv einfach nur. Mega Nerv. Wie, kann man sich vorstellen, wie im Hostel. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier aber bergab. Zeig's euch. Also, jetzt geht's wieder. Ja, wie im Hostel eigentlich. Wir sind ja zu dritt unterwegs, waren im Fünferzimmer. Haben schon gehofft, dass keiner mehr kommt. Dem war natürlich nicht so. Es kam noch einer, allerdings sehr spät. Und der ist strategisch ungünstig losgelaufen. Der ist in Oberstdorf losgelaufen. Man musste alleine 5 Kilometer nur bergauf, um nach Spielmannsau zu kommen. Ja, der war fertig. Aber Hut ab, der ist ins Bett und ist gleich eingeschlafen. Ja, ich konnte nicht pennen. So gut wie gar nicht zumindest. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem bisschen Frühstück. Irgendwo muss hier eine Hütte sein. Weil das Frühstück in der Hütte, wo wir waren, das war ein bisschen lächerlich. 2 Scheiben Brot, Wurst, Käse, Marmelade für 5-6 Euro. Plus Tasse Kaffee oder ähnliches Zeug. Nochmal 3 Euro drauf oder 2,50. Und das für ein Frühstück, hallo? Wir sind unten. Es ist sau anstrengend. Es ist nass. Es ist einfach herrlich. Da hinten die schöne Ding hat zu. Und hier geiler Fluss. Aber es ist einfach alles nur nass. Wie ihr seht, an diesem Tag hatte uns das schlechte Wetter echt voll im Griff. Ich habe die GoPro ab und zu mal draußen gehabt und so ein paar Aufnahmen gemacht, aber durch das wasserdichte Gehäuse ging kein Ton durch. Und als Entschädigung möchte ich euch die folgende Hängebrückenüberquerung zeigen. Die Hängebrücke ist ungefähr 200 Meter lang, 110 Meter hoch und 1,20 breit. Ich hatte tierische Höhenangst, habe aber, denke ich, doch ein paar geile Bilder getroffen und ihr dürft es euch anschauen und genießt es einfach. Klar, dass hier jetzt entgegen. Nö, geh mal weiter jetzt.
Sonne! Herr Meer! Ach du Scheiße, ich hab auch nicht geguckt. Du, die Sonne lacht, weil ich hier rüber gehe. Die Sonne lacht, weil ich hier rüber gehe. Sag grad Jens, die Sonne lacht, weil ich hier rüber gehe. Das kann sein. Ja, Pause wäre gut. So sich nur von Müsli-Riegeln ernähren ist nicht so der Traum. Wie heißt der Holzgau, der Ort da unten? Spannender Name. Meckes, ja. Der Dorf Meckes. Oder der Dorf-BK, irgendwie sowas. Und was war das jetzt, die längste? Hängebrücke Österreichs. Österreichs, okay. Europas, Österreichs. Vielleicht auch Europas. Das wäre ja noch was.